bon. Et voilà. Hier sind das paar Antiquitäten. Unser Kult zum Das sind wirklich Antiquitäten. Summe habe ich schon vergessen, dass ich sie überhaupt gemalt habe. Même des choses que j'avais oublié. Tiens, Nomo, kein Problem. Deuxième rendez-vous dans notre série à la rencontre de pionniers. Wir sind heute wieder bei einem Pionier zu Gast, beim Gustav Cerutti, und wir schauen mal genauer auf das Leben und zwar vom 79-Jährigen. Ein Pionier in einer konkreten Kunst. Avoir proposé de l'art concret, un pionnier donc, même si lui se voit plutôt comme un défricheur. Hein, plutôt défricheur, pourquoi alors? 1960 habe ich eine Ausstellung in Siders organisiert. Und da bin ich wahrscheinlich der Erste, der Werke von einer konkreten Kunst im Wallis ausgestellt hat. Es hat natürlich damals schon Künstler gegeben, aber die haben vor allem abstrakt gemalt. Die abstrait, bien sûr, pas ce mot-là, qui était quand même actif en Wallis à l'époque, comme Messerli. Il y avait Dubuis, Fernand Dubuis. Il y avait Zeller aussi. Pas dire qu'on a été accueillis avec des cris de joie. Hein. Vous dérangiez? Oh oui, totalement. Là, c'est vraiment alors une archive. Ça ne vaut rien au point de vue pictural. Hier haben wir ein Bild, das schon länger im Archiv ist. Ein Zeitdokument von 1959, da bin ich 20-Jähriger gesehen. Da habe ich mich angefangen, künstlerisch in die Richtung entwickeln und bin vor der Realität geflüchtet ins Konkrete. C'est une vue que j'avais prise depuis mon balcon que j'habitais à la Cerveta. Là déjà, c'est plus que de la composition, donc il n'y a plus de sujet qui est lisible. Was ist das jetzt, konkrete Kunst? Das Abstrakte transportiert häufig die Realität. In einer konkreten Kunst existiert nichts Gegenständliches. Das Gemälde spricht für sich selber. Es gibt keine Referenz, auf was sich das Bild bezieht. Kein philosophischer oder religiöser Ansatz. Die Formen entstehen in meinem Kopf. Das ist alles. Metaphysik, rien du tout. Moi, je compose, je réfléchis dans ma tête, je fais des formes, je les étudie. Et c'est tout. Das interessiert mich. Das interessiert mich, etwas zu kreieren, das nicht existiert. Après, j'avais en 1960 bin ich an der Biennale zu Venedig. Da habe ich einen super spanischen Künstler studiert, der genau das gemacht hat. Meine Kunst abstrahiert nichts in der materiellen Realität vorhanden, sondern im Gegenteil, sie materialisiert Geistiges. Sie hat keine symbolische Bedeutung und ist mehr oder weniger rein durch geometrische Konstruktion erzeugt. Et c'est grâce à lui, en somme, que j'ai évolué totalement. Et puis après, bon, comme il n'y avait absolument pas de succès, rien du tout, j'arrêtais. Mit der Art von Kunst habe ich aber lange keinen Erfolg gehabt. Den habe ich aufgekehrt, bis mir jemand gesagt hat, doch, doch, das passt. Und ich soll ja nicht aufhören. J'ai dit, j'ai arrêté. Il m'a regardé d'un air, il m'a dit, ça se fait pas. C'était la honte de ma vie. Je suis rentré chez moi, vraiment, la contre des ventes, si on peut dire. Et après, je me suis remis vraiment aux choses beaucoup plus structurées. Bon, des lignes. Lignes et formes. Natürlich, Formen sind wichtig für mich. Ça et ça, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, non, non, absolument plus rien. Et donc cet attrait. Warum sind die Formen so intensiv gewählt? C'était provoqué par quoi? Je dirais le jazz. Je crois que c'est ma das kommt vom Jazz, meine einzige Inspirationsquelle. Inspiration. Meine offizielle Nullkarte. Das müssen wir jetzt aber erklären. Ich rede von Pionieren und der Gustav, der redet eine Nullkarte. Er m'a dit, ah, ça s'appelle pas les mémoires d'un vieux con? Et j'ai dit, non. Hein? Et vous m'avez dit que ça pourrait, tout à fait. Non, pour vous, Humor ist wichtig für euch. Ah, oui, oui. Natürlich, ich liebe schwarzen Humor. Und heute ist es immer noch gleich, was die Leute sagen. Oh, oui, totalement. Sicher, ich male nicht für die Leute, sondern für mich. Ich bin noch nie ein Kompromiss gegangen in den letzten 60 Jahren, wo ich gemalt habe. 60 Jahre, hein? Oui, oui. Ihr seid super in Form für 79.
Sehr gut. Ich lebe jetzt besser als vor 30 Jahren. Man wird langsam zum Philosoph und regt sich auch nicht mehr über alles auf. Des choses qui nous embêtaient il y a quelque temps, ça nous embête plus, on s'en fiche, on rigole et puis c'est tout. Je vous embrasse pour votre anniversaire, comme c'est demain pour de belles. Apropos, noch viel Glück zum Geburtstag, der ist ja morgen. Anniversaire et encore de belles expositions. Bon, j'espère. La semaine prochaine, direction Brigg. Die nächste Woche sind wir zu Brigg beim Javier Hagen. Er organisiert das Forum Wallis. Mehr Veranstaltungen gibt es auf kulturwallis.ch. Kulturwallis.ch.